Franz Merstonk. Günther Willers und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Dass wir jetzt wirklich aufhören. Du kannst es glauben. Die International Transport. Gut. Fang ein neues Leben an. Was willst du denn jetzt machen? Kannst ja mitkommen. Ich mache jetzt erstmal eine Weltreise. Ausgerechnet du? Du warst doch eh schon überall. Auf dem Bock, ja, das ist was anderes. Ich möchte mal einen ganzen Nachmittag da sitzen, wo es schön ist. Oder ein paar Wochen. Oder ein paar Monate. Einfach bloß da sitzen und friedlich in die Gegend blicken. Nee, also das wäre mir echt zu langweilig. Du kennst doch sowas gar nicht. Es gibt Flecken, wo ich noch nie war. China, Indien, Australien, Brasilien, Westpakistan, Ostfriesland. Meine Güte, du hast ein Programm vor dir. Das kannst du wohl sagen. Langweilen werde ich mich bestimmt nicht. Jetzt fängst du damit an, hättest mal ein Büro aufmachen sollen. Wenn wir nochmal eine Firma aufmachen, dann kicke ich dir jeden Morgen deinen Bürostuhl in die Knie, okay? Gemacht, wann geht's los? Ruf ich mal in 5-6 Jahren an. Aber nicht um die Mittagszeit, dann mache ich Siesta am Swimmingpool in meiner Villa. Hast du denn schon einen neuen Job? Ach, ich hab noch genug damit zu tun, die International aufzulösen, damit euch ganz legal auf Bärenhaut liegen könnt. Ich kann's kaum erwarten. Naja, da liegt sie dann auch alleine, sonst arm fühlen. Du lässt dich ja nie einladen auf meinen Bärenfeld. Tracker als Freund, so weit kommt das noch. Ein Frühstück im Monat, wenn es hochkommt. Und das muss man sich dann auch noch alleine machen. Sag mal, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Fang bloß nicht damit an. Ist schon gar nicht mehr wahr. Ja, erzähl doch mal. Ist ja der richtige Zeitpunkt, jetzt, wo wir uns gerade trennen. Hört bloß auf mit den alten Geschichten. Ich kann die Kamellen schon nicht mehr hören. Vorbei ist vorbei. Das geht dir ja mächtig zu Herzen, was? Mir geht gar nichts zu Herzen. Eine Firma weniger. Na und? Josef, gib mir mal einen Dünnschnaps. Er hat ganz schön gepackt. Meinst du, wir können ihm irgendwie helfen? Ach was, der Franz, der hilft sich schon selber. In einem Monat sitzt er doch wieder auf dem Bock. Das ist doch nicht so fassen. An der nächsten Kreuzung lässt du uns raus, ja? Ich vertrage aber auch gar nichts. Ich kann deine Fahrerei auch nicht vertragen. Halt an und ruf ein anderes Taxi. Geht leider nicht, der Funk ist kaputt. Deine Nase ist auch gleich kaputt. Dann sagst du nicht nochmal. Ich sag das nicht bloß, ich mach das auch gleich. Ihr Vollidioten, ihr Blödhammel! Wo ist denn dein Führerschein daher? Du Depp! Weiß ich das jetzt ja allein auf, los ab! Hau ab, du Arsch auf Fahrrad, fahr! Ist ja gut, ja? Ist ja gut. Hab dir doch gesagt, fahr nicht so bescheuert. Hast du nur davon? Ist ja gut, ja, ja. Verdammt. Hey, nun vertragt euch wieder. Ja. Doch gut, Jungs. Ist doch nichts passiert. Friede und Freundschaft, Jungs. Ihr habt euren Spaß gehabt und jetzt seid brav und holt die Verkehrspolizei. Du bist ein ganz beschissener Fahrer. Was habt ihr was gegen uns? Ah!
gleich sehen, wie ihr aus der Wäsche guckt. Ich bin's wirklich. Ich bin kein Gespenst. Cinzia, das ist doch nicht möglich. Ihr habt eben ein Abendessen gewonnen. Ja klar, ich habe für euch gewettet, dass unsere beiden keine Chance gegen euch haben. Was? Eure beiden? Oh. Entschuldigung, ich bin der Franz. Tut mir leid. Cinzia! Franz! Meine Kleine! Günther! Hallo, Cinzia. Hallo! Guten Abend. Das ist Ahmed Al-Mubarak, mein Verlobter. Hallo, Salam. Guten Abend. Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich meinen Angestellten nicht gleich zurückgerufen habe. Aber meine Verlobte, Sie kennen sie ja. Ah, das kann man wohl sagen. Sie hätten immer was so ein Kotflügel gekostet. Wenn du fährst wie ein Idiot, zahlst du auch wie ein Idiot. Muss ein paar Fahrten mehr machen. Mit der Karre kann ich ja nicht mehr fahren. Das ist auch gut so. Nee, lassen Sie das Geld mal stecken, Effendi. Wir haben genau gesehen, wer der Schuldige ist. Er da. Ich will keine Umstände und keinen Ärger für niemanden. Okay, danke auch schön. Hau bloß ab, Mann. Und jetzt wird's Wiedersehen gefeiert. Jetzt um die Zeit? In München ist alles zu. Nicht für uns. Steig schon ein. Das sieht ja gut aus. Da müsst ihr ja sicher ein bisschen Geld anlegen, was? Wenn der Koch um diese Zeit extra für uns nochmal die Suppe warm macht. Es geht. Ahmed ist sehr großzügig und sehr einflussreich. Ich bitte dich, meine Liebe. Das ist kaum der Rede wert. Ich bin nur ein gewöhnlicher Geschäftsmann. Genau wie Sie, meine Herren. Cinzia hat mir erzählt, dass Sie eine Spedition haben. Wir hatten eine. Ich komme gerade von der großen Trauerfeier für International Transport. Ihr habt doch nicht etwa pleite gemacht. Nein, aber wir geben auf, bevor es soweit kommt. Wissen Sie, das hat für so eine kleine Klitsche gar keinen Sinn heutzutage. Entweder man steigt richtig ein und macht dann 2-3 Millionen Mark Schulden, oder man lässt es gleich bleiben. Ja, schwierig war es doch immer. Tschüss. Tschüss, Olli. Mach's gut, mein Junge. Servus, Papa. Und nach dem Urlaub komme ich wieder mal vorbei, ja? Okay. Hallo. Hallo, Cinzia. Hast du wohl Heimweh, was? Auch. Aber ich habe noch ein anderes Problem. Hm? Ihr habt doch Ahmed kennengelernt. Was für ein Ahmed? Du blickst wieder mal nicht durch. Darf ich bekannt machen? Das ist deine Nachfolgerin, Bettina. Hallo, ich bin Cinzia. Und Ahmed ist mein Freund aus Damaskus. So groß, braune Augen, Locken. Was fürs Auge, ha? Und was fürs Herz. Richtig verknallt, ja? Toll, da träumt man ja was nur von. Ey, wir sind auch noch da. Ja, du bist ja nicht zu übersehen. Hört mal, wir haben Pech gehabt. Ihr wisst doch, dass Ahmed Steuerelemente in die Türkei exportiert. Und die Spedition, die sie jetzt fahren sollte, ist ausgefallen. Oh, das ist aber Pech. Ja, bei 3 Trucks haben sie den Turbolader durchgeheizt. Wisst ihr, die anderen können einfach nichts, die Jungs. Und da dachte ich, vielleicht könnt ihr da fahren. Also ich nicht, ich bin im Ruhestand. Ein letztes Mal, mir zuliebe. Nee. Diesmal höre ich wirklich auf. Tja. Sag mal, so eine Steuerelemente, die kann nicht jeder fahren, oder? Das ist eine kitzelige Angelegenheit. Ach ja, da wird es schon noch ein paar geben. Ja, da gibt's ein paar. Da gibt's genau 2. Aber... Und die sind nun mal leider außer Dienst, die 2. Was meintest du noch mal? Wie viel Geld gibt's da? Ach so, das hätte ich beinahe vergessen. 10.000 für jede Fracht, die heil in Antalya ankommt. Cash, 7 Tage Vorgabe. Plus 1.000 für jeden Tag, die ihr früher da seid. Wow, das wäre aber eine anständige Aufbesserung für eure Rente. Aber sie wollen ja nicht. Ich verstehe sie schon. Die ewige Fahrerei. Und ihr habt ja auch bestimmt reichlich auf der hohen Kante, nicht? Hast du was auf der Kante? Die paar Tausende, die da höchstens zusammenkommen, sind kaum der Rede wert. Naja, nichts für ungut. Tschüss, Bettina. Cinzia, warte doch mal. Dass uns die Weiber immer wieder dran kriegen müssen. Weißt du, woran das liegt? Na klar. Weil wir keine Übung haben mit ihnen. Im Alltag, meine ich. Kommt mir gar nicht dazu bei dem Job hier. Aber das hole ich alles nach, das seid ihr. Oh, den ganzen Alltag willst du nachholen? Ja, den auch. Mistchen. Was ist denn los? Ich sag mal Stichwort Motor. Ach, verdammt. Na ja, dann nächsten Parkplatz raus. Ja, nächster Parkplatz.
Da habe ich ein Arbeiterdenkmal. Der Mensch muss sich auch mal ein bisschen entspannen. Sag mir lieber, wie es aussieht. Keine Chance, Franz. Brauchst einen neuen Turbolader. Und wo kriege ich den her? Tja, ich fahre voraus und schicke den Werkstattwagen. Die brauchen aber auch einen halben Tag. Solange kannst du dich an die Sonne legen. Hast du ja immer gewünscht. Auf Wiedersehen, du schöne Prämie. Da fahre ich hier meine Meer raus. Bis dann in Antalya, Franz. Sie etwa da drin gesessen und an Ihnen ist alles heil geblieben? Vielen Dank, dass Sie angehalten haben. Wohin fahren Sie? Erstmal Richtung Süden. Sehr gut, von da komme ich weiter. Ich bin fertig. Es kann losgehen. Ah ja. Ich heiße Laura. Günther. Was ist denn passiert? Sind Sie geraden gefahren? Genau. So was Blödes. Das kann man sich als Trucker wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ach, und wie? Jeder baut mal Mist. Ich aber gleich so. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Ich bin einfach in der Kurve geradeaus gefahren. Und das mit 100. Mit 100? Dafür sehen Sie aber ganz gut erhalten aus. Danke. Und dann haben Sie den Wagen da liegen lassen und als Sie zurückkamen, war er ausgeplündert, richtig? Woher wissen Sie denn das? Ja, es ist überall so, wo es keine Ersatzteile gibt. Auf der ganzen Welt. Sie sind also schon ziemlich rumgekommen. Ja, es geht so. Na, untertreiben Sie mal nicht. Das sieht man Ihnen schon an, dass Sie kein heuriger Hase sind. Naja, als Trucker kommt man eben rum. Da haben Sie eine Menge dabei gelernt, hä? Sieht bei mir das auch an? Vielleicht. Erzählen Sie doch mal was. Ach, das sind doch nur so Frachtgeschichten. Man fährt von A nach B und dazwischen sind verschiedene Straßen, das alles. Und sind da nicht auch mal so kleine Abenteuer dazwischen? Ab und zu. Ja, ein ganz kleines vielleicht. Interessiert Sie das wirklich? Aber ja, erzählen Sie doch, bitte. Na gut, wo hätten Sie es denn gern? Ich meine, Europa, Asien, Lateinamerika. Asien. Ich wollte schon immer mal nach Thailand. Thailand, ah ja, da war ich in so einem Gitterkäfig, eingesperrt wie ein Affe. Wirklich? Ist ja toll. Aber jetzt von Anfang an, ja? Also gut. Wunderbar. Sie haben ja auch die schönsten Märchen zum Einschlafen erzählt. Ja. Nee, da mal. Full, please. Haben Sie eigentlich Kinder? Kinder? Nee. Ist ja ein Jammer.
Was hätte ich als Kind drum gegeben, wenn ich einen Vater gehabt hätte, der solche Geschichten erzählen kann? Wieso, hatten Sie keinen? Ja doch, aber der war so wie ich, immer unterwegs. Verstehe. Meine Mutter saß zu Hause und hat sich geärgert. Das kann ich auch verstehen. Naja, er hätte sie ja mitgenommen, aber sie wollte nicht. Ist ja eigentlich zu blöde, dass sich immer die falschen Leute zusammentun. Ja, gibt nicht viele Frauen, die immer gerne auf Achse sind. Oder nur wenige. Jetzt kennen Sie ja eine. Mich. Ja, scheint so. Da wären wir. Kennen Sie sich hier aus? Nein, aber ich weiß ein nettes Hotel. Sie übernachten doch auch hier. Leider nein. Ich muss weiter. Oh, das dürfen Sie nicht. Ich muss mich doch revanchieren. Sie haben ja so viel erzählt. Also jetzt gehen wir essen und dann erzähle ich Ihnen was, ja? Ich habe doch eine Terminfracht. Außerdem ist noch taghell. Ja, aber essen müssen Sie doch sowieso irgendwann. Und schlafen auch. Sie können doch nicht die ganze Nacht durchfahren. Da legen Sie sich doch lieber gleich in ein richtiges Bett. Und morgen früh sind Sie ausgeschlafen und donnern zu Ihrem Staudamm. Hm? Ich weiß nicht, also... Na nun geben Sie sich doch einen Ruck. Sie können mich doch hier nicht sitzen lassen. Eine schwache Frau. Alleine. Mitten im Orient. Ja, so schwach wirken Sie nun nicht. Wie sagen Sie so? Ich kann hier nicht mal essen gehen ohne Sie, als alleinstehende Frau. Also gut. Lassen Sie mich verhungern und verdursten und vor Langeweile sterben. Also. Okay. Ja? Ja. Okay. Dann alles klar. Wir haben sogar ein Zimmer mit Dusche. Ein Zimmer? Das war das letzte. Ja, ich kann ja auch im Tag schlafen. Das sehen wir dann schon. Ich mach mich schon mal frisch, ja? Ja. Ja, gerne. Hey, Trucker! Das ist sehr gut. Ja gut, dann nehme ich hier diesen Salat, danke. Dankeschön. Erzählen Sie mal. Was sind Sie denn vom Beruf? Also, wenn ich mit mir zufrieden bin, dann sage ich, ich bin Journalistin. Aha. Und wenn nicht? Dann bin ich eine erfolglose Journalistin. Oder einfach eine Rumtreiberin. Was sind Sie jetzt gerade? Also jetzt habe ich es gut. Jetzt muss ich mich nicht entscheiden. Jetzt bin ich eine Bruchpilotin. Ich hab's überhaupt ziemlich gut heute. Ja. Waren Sie gerade auf dem Weg zu einer Reportage? Naja, also ich war eher auf der Suche nach einer Reportage. Irgendwas werde ich schon finden, worüber ich schreiben kann. Na, kommen Sie mit zum neuen Staudamm. Kann doch interessant sein. Ja, würden Sie mich denn mitnehmen? Na klar.
Kein Problem. Ja, das finde ich aber... Das finde ich aber nett. Hast du einen Freund? Ich meine, sonst so. Ich bin wählerisch. Das will ich hoffen. Wir könnten uns ja mal öfter sehen. Bist du oft in der Gegend? Nee, jetzt war ich gar nicht mehr. Nach diesem Job hier habe ich jede Menge Zeit. Komm ich dich mal besuchen, hm? Klar. Warum nicht? Na, so richtig begeistert hört sich das aber nicht an. Ach, weißt du, wenn du erst wieder in München bist, hast du mich doch längst vergessen. Mm-mm. Wenn ich jemanden mag, habe ich ein gutes Gedächtnis. Also ich lebe lieber in der Gegenwart. Realistin. Laura? Laura, bist du im Bad? Laura! Hallo? Hallo? Wo ist die Dame, mit der ich gestern Abend hier... Laura, Sie wissen schon, wo ist die? Ha! Ist weg? Das gibt's doch nicht. Hat sie nicht eine Nachricht hinterlassen? Irgendeine Message? Ja, ja, ja. Kann man nichts machen. Wiedersehen dann. Ja, danke, danke. Wir zahlen das mal, wenn wir das geben. Ach so, dann zahlen, natürlich. Wie ist denn das? Das denn hier? Lieber Günther, es war sehr schön. Es tut mir wirklich leid. Ehrlich. Deine Laura. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist mein Geld? Wo ist mein... Ich werde wahnsinnig. Ich werde noch wahnsinnig, verdammt, Scheiße. Himmelarsch. Nein, das... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Ich muss mal telefonieren. Da, ja. Bettina. Günther hier, grüß dich. Ja, hör mal zu, mir ist was ganz Blödes passiert. Jedenfalls habe ich kein Geld mehr, kein Pfennig. Na, komm, das erzähle ich dir später. Ich brauche jetzt dringend Geld. Ja, schick mir mal so, sagen wir mal, 2000 Mark an die Post in Uchisa, per Blitzüberweisung aber, ja? Uchisa, U-C-H-I-S-A-R. Alles klar? Mama. Grüß dich, Kollege. Sag mal, ist dir auf der Strecke mein Kompagnon begegnet? Ist so ein Blonder, hat den gleichen Track wie ich, nur einen blauen Auflieger. Na, wir haben aufgehört über die Kisten. Gibt's denn eine neue Strecke nach Antalya? Na, wahrscheinlich ist ihm sein Track unter dem Hinternzopf drüber. Das ist mir schon mit meinem passiert. Bei uns bricht immer nur ein Track unter dem Hintern zusammen. Das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Kennen die echte Kisten, hm? Was, es geht nichts über die Selbstständigkeit. Auf der Strecke war ich jedenfalls nicht. Na gut, danke schön. Wenn du mal eine Fuhre übrig hast, denk an uns, ja? International Transport München, over.
Hallo, Arkadaş. Salam. Lütfen. Einmal voll bis oben hin. Sag mal, hast du zufällig hier meinen Kollegen gesehen? So ein langer Blonder. Der hat genauso einen Truck wie ich, bloß mit einem blauen Container. Düngitti. Was, gestern? Düngitti. Güzel bir bayanla yanımda. Warte, war mit einer Frau hier? Mit einer Sexbombe, sagst du? Çok güzel. Ja, mein Glück. Warum passiert mir sowas nie? Oh la la. Wer sagt's denn? Man muss bloß ein bisschen rumjammern, dann klappt's auch. Hallo. Vielen Dank, dass Sie angehalten haben. Wohin fahren Sie denn? Na, jetzt fahre ich erst mal ein paar Stunden die 300er runter. Sehr gut. Von da komme ich weiter. Ich bin fertig. Es kann losgehen. Ja. Und wie lange stehen Sie schon neben diesem Schrotthaufen? Eine halbe Stunde. Aber der Unfall ist schon ein bisschen länger her, wenn Sie das meinen. Was? Eine halbe Stunde? In der Türkei? Und keiner nimmt Sie mit? Das ist ja ein Ding. Und jetzt? Wollten Sie Ihr Auto selber wieder flott machen und hatten nicht genug Werkzeug mit, was? So ein Quatsch. Naja, ein bisschen Spaß muss sein. Heißt was? Ich hätte mir ein paar Bermudas kaufen sollen. Das ist nicht schlecht bei dem Wetter. Ich heiße übrigens Erika. Angenehm. Franz Meerstorn. Ich bin aus der Kurve geflogen. Sowas habe ich mir schon gedacht. Sowas Blödes. Das kann man sich als Trucker wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ha? Wissen Sie, sowas brauchen wir uns gar nicht vorzustellen. Das erleben wir jeden Tag. Was meinen Sie, wie viele Idioten hier auf der Straße rumfahren? Na, vielen Dank. Es war so nicht gemeint. Nur, Sie haben ja selbst gesagt, dass es blöd war. Ja, das ist was anderes, ob ich es sage oder Sie. Das kommt aber auf denselben Effekt raus. Sind Sie immer so höflich und zuvorkommend? Ich bin immer so und ich bin zufrieden mit mir. Es muss ja reizend sein, mit Ihnen zu leben. Mit mir lebt ja keiner. Gehen Sie mit Ihrer Frau auch so um? Hab ich nicht. Da hat die Ärmste aber Glück gehabt, ha? Das kann man wohl sagen. Die hat sich viel Ärger erspart. Aber wer weiß, vielleicht lebt sie jetzt mit irgendeinem anderen Trottel zusammen, der jeden Tag zu Hause ist und ihr auf den Sack geht. Ich meine auf die Nerven, Sie wissen schon. Trucker ist vielleicht nicht das Schlechteste. Hat man wenigstens mal ein bisschen Ruhe als Frau. So 3-4 Monate im Jahr, das Allernötigste, wissen Sie? Okay, ich mach's. Auf, Kumpel, ich hab ein Problem. Ich hab kein Geld. Also, ich komme aber morgen wieder hier vorbei und zahle dann, okay? Okay? Herr Zahlen! Ich sag dir doch, ich bin momentan nicht flüssig und ich muss dringend weiter... Zahlen! Lira, Mark, Dollar, Capito. Ja, natürlich, Capito. Pass mal auf. Siehst du das Schmuckstück hier? Das lasse ich dir da als Pfand. Was? Ja. Nichts digital. Natürlich ist das nicht digital. Das ist eine Fliegeruhr mit Chronograph, verstehst du? Pass mir auf das Ding auf, das will ich wieder haben. Alles klar? Tamam. Mexiko, Chile, Afrika, Asien. Das haben Sie alles gesehen. Da sind Sie ja ziemlich rumgekommen, was? Oh ja, deswegen mache ich's ja. Geld brauche ich nicht. Keine Lust, zu Hause zu hocken und die Beine hochzulegen, ha? Beine hochlegen gern, aber nicht zu Hause. Schön ist es auch anderswo und hier bin ich sowieso. Wilhelm Busch. Oh, das ist gut. Sagen Sie das noch mal. Aber nur, wenn Sie mir was von sich erzählen. Von mir?
Gibt's nichts zu erzählen. Ich bin aber so neugierig auf Ihre Abenteuer. Ich nicht. Ich kenne die alle schon. Sie sind wirklich unmöglich. Ich finde mich nett. Zum Beispiel habe ich Sie mitgenommen. Das hätte jedermann getan. Sie waren nur zufällig der Erste. Einmal muss ich auch Glück haben. Was machen Sie denn so, wenn Sie nicht gerade aus der Kurve fliegen? Ich bin Masseuse. Streng medizinisch. Nur auf Rezept. Nicht, was Sie denken. Ich denke doch gar nichts. Wissen Sie, mir tut es nach ein paar Stunden hier oben immer so weh. Da hinten im Hals. Könnte man da nicht mal was machen, ohne Rezept? Streng medizinisch? Da lässt sich vielleicht was machen, aber Zug um Zug. Zuerst müssen Sie mich zum Essen einladen. Gott sei Dank, dass Sie schon da sind. Gerade noch. Wieso gerade noch? Morgen Abend war doch erst der Schlusstermin. Ja, wir haben Schwierigkeiten mit der Anpassung. Wir brauchen die Steuereinheit nämlich morgen früh. Kommt Ihr Kollege auch gleich? Wie? Ist er noch nicht da? Ja, sind Sie denn nicht zusammen losgefahren? Ja, doch schon. Er hatte eine kleine Panne. Ich habe ihm gleich einen Werkstattwagen geschickt. Aber das kann ja noch nicht so lange dauern. Aber warum soll er dann vorher hier sein? Ich habe die Nacht im Hotel verbracht. Ich war verdammt müde. Vielleicht hat Ihr Kollege auch so einen Anfall von Müdigkeit. Ich muss schon sagen, Sie scheinen sich beide recht leicht von weichen Betten verführen zu lassen. Von weichen Betten? Oh Gott. Bloß nicht. Darf ich mal... Oder können Sie für mich telefonieren? Ist ein bisschen kompliziert. Hey, Trucker! Ich habe Hunger. Hallo? Hotel de Deponak? Esto? Az önce dışarı çıktılar. Evet. Teşekkür ederim. Ist tatsächlich im Hotel. Und nun geht er auch noch raus. Schöne Arbeitsmoral ist das. Das weiß mein Kollege doch nicht. Ich kann doch nicht riechen, dass Sie das Zeug früher brauchen. Aber den kriege ich schon her. Wann muss er da sein? Ja, spätestens morgen früh. Gut. Haben Sie einen Wagen? Nein, nur Motorrad. Okay, geben Sie den Schlüssel, fahre ich hin. Nun machen Sie schon, sonst klappt's nicht. Und noch was. Rufen Sie bitte jede Stunde da an. Sagen Sie ihm, er soll nichts unternehmen. Gar nichts. Bis ich da bin. Verstehen Sie? Nein. Das können Sie auch nicht. Sagen Sie ihm einfach, er soll auf seine Brieftasche aufpassen. Das ist alles. Apropos Brieftasche, ich bräuchte einen kleinen Vorschuss. Also ich hätte gerne ein Bier und ein Steak. Ein Steak und ein Bier, okay? Wirklich nur Bier? Ja. Wenn Sie was anderes wollen, können Sie es gerne bei ihm bestellen. Ein Bier hätte immerhin den Vorteil, dass ich Sie dazu einlade. Und dann haben Sie alles über Bord geworfen. Einfach, weil Sie nicht mehr angebunden sein wollten. Wer ist schon gerne angebunden? Das kenne ich. Das habe ich auch immer so gemacht. Aber man bleibt eben alleine auf die Art. Allein bleibt man auf viele Arten. Irgendwie interessieren Sie mich. Sie haben sowas... Merken Sie das auch? Das sagt jede. Wie waren Sie eigentlich als kleiner Junge? Auch schon so frech? Als kleiner Junge? Da habe ich mich immer gefragt, worüber mögen die kleinen Mädchen so lange reden? Und?
Haben Sie es rausgekriegt? Nö, aber jetzt ist mir es auch egal. Was wollen Sie denn heute? Wollen Sie immer Trucker bleiben? Ja, ist so ein spannender Beruf. Bevor ich diesmal losgefahren bin, habe ich mir gesagt, Franz, Feierabend. Sollte die letzte Tour sein. Und jetzt nicht mehr? Nein, fahr weiter. Ist doch viel los. Oder? Man lernt Leute kennen. Sie meinen doch nicht etwa mich. Ich gehe Ihnen doch nur auf die Nerven, oder? Naja, aber das machen Sie sehr nett. Schon mal bequem, ja? Mach ich. Ja? Ja, der bin ich. Das hat er bestellen lassen? Danke. Da staunst du. Ja. Das Ding hier ist ideal für die kleinen Abkürzungen. Wollen wir tauschen? Ja. Ein Schmuckstück gegen 65.000, richtig? Da sind sie. Okay. Ah, Augenblick, warte. Nee, was ist denn los? Du, komm, ich hab's eilig. Ach hin, ich... Kannst du ihn zum Tierarzt bringen? Was hat er denn, der Kleine? Wie er gehört meine Tochter. Und was passiert? Er ist von einem Auto angefahren worden. Ja, und wo ist der Tierarzt? In Ichisa, neben Denkmal Atatürk. Okay. Gut. Ein bisschen weiter oben. Ja, da. Gut am so? Ohr. Da, ist sehr gut. Ist gut, oh, so? Ist gut. Wochenlang aushalten. Gut. So. Und jetzt ist Schluss. Jetzt wird geduscht und dann geschlafen. Ja, ich freue mich. Ich beeil mich. Bis gleich. Hallo Laura, komm mir hier ins Zimmer. Komm du mir jetzt bloß nicht mit Schmuh. Ist ja schon gut. Na nun, setzt euch doch schon hin. Kann man sich ja mit der Angst kriegen. Und mehr hast du nichts zu sagen? Was soll ich denn sagen? Ihr wisst doch schon alles. Kennt ihr euch eigentlich schon länger? Das halbe Leben. Das Gefühl hatte ich bei dir beinahe auch. Günther, wir verstehen. Bevor ihr jetzt anfangt zu turteln, rück lieber das Geld raus, Mädchen. Na gut.
Bisschen was fehlt. Ich musste ja mit dem Taxi noch aus der Stadt raus. Ah ja? Verstehe. Das verstehst du auch noch. Aber warum du das getan hast, das verstehe ich nicht. Vielleicht ist er in Not. Kranken Vater, kranken Opa, kranken Dackel. Nein, aber ein krankes Hotel habe ich. Das hier. Die nächste Lügengeschichte. Nein, Günther, das stimmt wirklich. Ich habe dieses Hotel vor 3 Jahren gekauft. Von meinem Ersparten. Und dann kam niemand. Am Anfang habe ich die Nummer mit dem Unfall nur abgezogen, um ein paar Gäste ins Hotel zu kriegen. Das ist eine schöne Gastfreundschaft. Das muss man schon sagen. Ja, denkt ihr, ich mache das mit jedem wie mit euch? Das kommt doch höchstens alle paar Monate mal vor. Und dann nehme ich auch meistens gar nicht so viel, aber ich habe es halt gebraucht diesmal. Mir kommen gleich die Tränen. Also gut, dann holt doch schon die Polizei. Dann sitze ich eben im Knast und habe keine Sorgen mehr. Dann wird der Laden hier dicht gemacht und alle meine Leute sitzen auf der Straße. Weißt du was? Das ist eine Geschichte für einen Arbeitsminister. Es gibt zu viele Komplikationen mit der Polizei, den ganzen Protokollen und so. Ja, und dann haben sie auch keine richtigen Dolmetscher. Hm? Und ich muss den Kleinen hier ganz schnell zum Tierarzt bringen. Das ist viel wichtiger. Ja, aber das kann ich doch machen. Ich kenne einen sehr guten. Du? Ja, gib schon hier. Okay, aber darauf muss ich mich verlassen können. Ja, kannst du. Er gehört im Tankwart, in Chavoujin. Los, Franz. Ab zum Staudamm. Wir brauchen deine Ladung morgen früh. Und du kannst, wenn du beim Tierarzt gewesen bist, gleich noch bei der Polizei vorbeigehen und dich selber anzeigen. Ist dir zu viel Lauferei, was? Hab ich mir schon gedacht. Nie mehr Brieftaschen von Truckern. Und auch sonst keine. Und auch sonst keine. Na, wollen wir es ihr mal glauben. Ne? Also, tschüss, Erika. Was? Erika. Tschüss, Laura. Was? Laura. Ihr seid lebenslange Ehrengäste. Mhm. Meine Lieblingsgäste. Mhm. Eigentlich heiße ich ja Christa. Komm, schnell weg jetzt. Es hat ja gerade noch mal geklappt. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, was wirklich passiert ist. Ja, ob überhaupt was passiert ist, ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Das kommt schon noch. Aber es ging doch wohl um eine Dame, nicht wahr? Mhm, Laura. Erika. Christa. Also, ja, ich verstehe. Siehste, er versteht's gleich. Also, auf und davon. Günther, wenn wir noch mal herkommen, besuchen wir sie. Was hältst du davon? Wen meinst denn du? Laura, Erika? An die habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Nein, Christa. Mir gefällt sie ganz gut. Aber mir hat sie auch nichts geklaut. Du bist ja auch nicht die ganze Nacht geblieben. Sag mal, meinst du, sie hält ihr Versprechen? Keine Brieftaschen mehr? Na klar. Die ist ab sofort treu wie Gold. Von wegen, guck mal gerade aus. Tschüss, Laura, und danke für den Tierarzt. Wer ist da? Laura, Erika, Christa. Alma, Edith, Hilde. Na, das ist erste Milde. Ausgeräumt. Wir hätten sie doch anrufen sollen, aber du hast dich ja nicht getraut. Das hat doch nichts mit Trauen zu tun, das ist Taktik. Rumkriegen müssen wir das Mädel. Hast du schon mal eine Frau am Telefon rumgekriegt? Am Telefon? Nee, das ist was für Theoretiker. Da siehst du. Du wirst sehen. Mensch, bin ich aufgeregt.
Das fressen die nie. Na, die müssen. Die müssen einfach. Als ob die jemals tun, was sie müssen. Sie tun sowieso nur, was sie wollen. Da müssen sie eben wollen. Wir werden es schon schaffen. Psst. Cinzia, che bella. Was machst du hier? Ich denke, du hockst da unten in deinem Harem. Grüß dich. Ach, mit hat keinen Harem. Hat nur mich. Ja, was Besseres kann er noch gar nicht haben. Hatte mich. Wieso hatte? Habt ihr Kraft? Der hat gestern mit dem Bauleiter telefoniert und gefragt, ob alles okay ist. Und der Kerl hat sich über uns beschwert. Nee, ganz im Gegenteil. Der hat in höchsten Tönen von euch gesprochen. Er hat früher immer gedacht, dass alle Deutschen langweilige Spießer sind, vor allem was Frauen angeht. Oh. Ihr habt ihn davon kuriert. Und dann hat Ahmed mich gefragt, mit welchen Hurenböcken ich die ganzen Jahre gearbeitet habe. Oh, und dann hast du ihm eine geschmiert und das war richtig so. Willkommen daheim. Willkommen daheim, das sagt sich so einfach. Jetzt hat sie kein Daheim mehr wegen euch. Einen Job hat sie auch nicht. Na, mit dem Job, da hätten wir eine Idee. Da haben wir eine bessere. Na, warte, hört erst mal unser an. Was sind denn das für komische Kartons, die hier rumstehen? Die sollen noch längst abtransportiert sein. Ah, das sind ja auch andere. Ganz andere. Oh. Eine Begegnung der dritten Art. Na, ihr sollt ja nicht drauf sitzen. Wer denn? Das ist ein Besucherstuhl. Na, wenn die Besucher auf den Dingern sitzen, werden sie euch ja wohl nicht allzu viel von eurer Arbeitszeit wegnehmen. Wollt ihr eine Folterkammer eröffnen? Die sind von Ahmed, aus der Wohnung, die er für sich und Cinzia hier eingerichtet hat. Oh, da hast du ja nochmal Glück gehabt. Wie muss erst das Bett ausgesehen haben? Oh, da waren so Nägel drin, ne? Wir machen ein neues Büro auf. Wir beide jedenfalls. Ihr beide? Ohne uns? Was wollt ihr da treiben? Ja, schreiben, Frachtbriefe. Am liebsten für euch. Die wollen, dass wir fahren. Und? Ahmed hat mir einen riesigen Auftrag gegeben, als Abschiedsgeschenk. Wir können groß einsteigen, Türkei. Nein, wir sind Frührentner. Aus, Feierabend, aufgehört. Ja, mach doch mit, bitte. Nur noch einmal. Ja, wenn sie uns so nett bitten. Dann kann man schlecht nein sagen. Höchstens für ein Jahr. Ja, allerhöchstens. Sag mal, wie war denn das jetzt eigentlich genau da unten? Ihr müsst ja tierisch gewütet haben. Ich habe gehört von einer Erika, einer Laura, glaube ich. Und dann gab es noch die Christa. Ja, die Christa, ganz besonders. Ihr macht ja Sachen. Aber gerade drei. Ja, genau. Wir habt dann drei Frauen unter euch aufgeteilt. Ja, ich hatte ja die Erika. Und die Laura hatte ich. Und die Christa. Die hatten wir zusammen. Na, dann auf eure Gesundheit. Günter Willers und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass.
auf die International Transport. Das war's. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass wir jetzt wirklich aufhören. Du kannst es glauben. Die International Transport. Gut. Fang ein neues Leben an. Was willst du denn jetzt machen? Kannst ja mitkommen, ich mache jetzt erstmal eine Weltreise. Ausgerechnet du? Du warst doch eh schon überall. Auf dem Bock, ja, das ist was anderes. Ich möchte mal einen ganzen Nachmittag da sitzen, wo es schön ist. Oder ein paar Wochen, oder ein paar Monate. Einfach bloß da sitzen und friedlich in die Gegend blicken. Nee, also das wäre mir echt zu langweilig. Du kennst doch sowas gar nicht. Es gibt Flecken, wo ich noch nie war. China, Indien, Australien, Brasilien, Westpakistan, Ostfriesland. Meine Güte, du hast ein Programm vor dir. Das kannst du wohl sagen. Langweilen werde ich mich bestimmt nicht. Jetzt fängst du damit an, jetzt mal ein Büro aufmachen sollen. Wenn wir nochmal eine Firma aufmachen, dann kicke ich dir jeden Morgen deinen Bürostuhl in die Knie, okay? Dann mach, wann geht's los? Ruf ich mal in 5-6 Jahren an. Aber nicht um die Mittagszeit, dann mache ich Siesta am Swimmingpool in meiner Villa. Hast du denn schon einen neuen Job? Ach, ich habe noch genug damit zu tun, die International aufzulösen, damit euch ganz legal auf Bärenhaut liegen könnt. Ich kann's kaum erwarten. Naja, da liegt's dann auch alleine, sonst arm fünf. Du lässt dich ja nie einladen auf meinen Bärenfeld. Tracker als Freund, so weit kommt das noch. Ein Frühstück im Monat, wenn's hochkommt. Und das muss man sich dann auch noch alleine machen. Sag mal, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Fang bloß nicht damit an. Ist schon gar nicht mehr wahr. Ja, erzähl doch mal. Ist doch der richtige Zeitpunkt jetzt, wo wir uns gerade trennen. Hört bloß auf mit den alten Geschichten. Ich kann die Kamellen schon nicht mehr hören. Vorbei ist vorbei. Das geht dir ja mächtig zu Herzen, was? Mir geht gar nichts zu Herzen. Eine Firma weniger. Na und? Josef, gib mir mal einen Dünnschnaps. Der hat ganz schön gepackt. Meinst du, wir können ihm irgendwie helfen? Ach was, der Franz, der hilft sich schon selber. In einem Monat sitzt er doch wieder auf dem Bock. Das ist doch nicht so fast. An der nächsten Kreuzung lässt du uns raus, ja? Wir vertragen aber auch gar nichts. Ich kann deine Fahrerei auch nicht vertragen. Halt an und ruf ein anderes Taxi. Geht leider nicht, der Funk ist kaputt. Deine Nase ist auch gleich kaputt. Dann sagst du nicht nochmal. Ich sag das nicht bloß, ich mach das auch gleich. Ihr Vollidiot, ihr Blödhammel! Hast du deinen Führerschein daher? Du Depp! Weiß ich das jetzt allein? Hau bloß ab! Hau ab, du Arsch auf Fahrradpark! Ist ja gut, ja? Ist ja gut. Ich hab dir doch gesagt, fahr nicht so bescheuert. Hast du nur davon? Ist ja gut, ja, ja. Verdammt. Hey, nun vertragt euch wieder. Ja. Doch gut, Jungs. Ist doch nichts passiert. Friede und Freundschaft, Jungs. Ihr habt euren Spaß gehabt und jetzt seid brav und holt die Verkehrspolizei. Du bist ein ganz beschissener Fahrer. Was ist los? Habt ihr was gegen uns? Bravi, bravissimi! Blöde Ziege. Ihr müsstet euch sehen, wie ihr aus der Wäsche guckt. Ich bin's wirklich. Ich bin kein Gespenst. Cinzia, das ist doch nicht möglich. Ihr habt eben ein Abendessen gewonnen. Ja klar. Ich habe für euch gewettet, dass unsere beiden keine Chance gegen euch haben. Was? Eure beiden? Oh. Entschuldigung, ich bin der Franz. Tut mir leid. Cinzia! Franz! Meine Kleine! Günther! Hallo, Cinzia. Hallo! Guten Abend. Das ist Ahmed Al-Mubarak, mein Verlobter. Hallo, Salam. Guten Abend. Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich meinen Angestellten nicht gleich zurückgerufen habe. Aber meine Verlobte, Sie kennen sie ja. Ah, das kann man wohl sagen. Sie hätten immer was so ein Kotflügel gekostet. Wenn du fährst wie ein Idiot, zahlst du auch wie ein Idiot. Muss ein paar Fahrten mehr machen. Mit der Karre kann ich ja nicht mehr fahren. Das ist auch gut so. Nee, lassen Sie das Geld mal stecken, Effendi. Wir haben genau gesehen, wer der Schuldige ist. Er da. Ich will keine Umstände und keinen Ärger für niemanden.
Okay, danke, danke euch schön. Hau bloß ab, Mann. Und jetzt wird's Wiedersehen gefeiert. Jetzt, um die Zeit? In München ist alles zu. Nicht für uns. Steig schon ein. Steig schon ein. Das sieht ja gut aus. Da müsst ihr ja sicher ein bisschen Geld anlegen, was? Wenn der Koch um diese Zeit extra für uns nochmal die Suppe warm macht. Es geht, es geht. Ahmed ist sehr großzügig und sehr einflussreich. Ich bitte dich, meine Liebe. Das ist kaum der Rede wert. Ich bin nur ein gewöhnlicher Geschäftsmann. Genau wie Sie, meine Herren. Zinzi hat mir erzählt, dass Sie eine Spedition haben. Hatten. Wir hatten eine. Wir kommen gerade von der großen Trauerfeier für International Transport. Ihr habt doch nicht etwa pleite gemacht. Nein, aber wir geben auf, bevor es soweit kommt. Wissen Sie, das hat für so eine kleine Klitsche gar keinen Sinn heutzutage. Entweder man steigt richtig ein und macht dann 2-3 Millionen Mark Schulden, oder man lässt es gleich bleiben. Ja, schwierig war es doch immer. Tschüss. Tschüss, Olli. Mach's gut, mein Junge. Servus, Papa. Und nach dem Urlaub komme ich wieder mal vorbei, ja? Okay. Hallo. Hallo. Hallo, Cinzia. Hast du wohl Heimweh, was? Auch. Aber ich habe noch ein anderes Problem. Ihr habt doch Ahmed kennengelernt. Was für ja. Ahmed? Du blickst wieder mal nicht durch. Darf ich bekannt machen? Das ist deine Nachfolgerin, Bettina. Hallo, ich bin Cinzia. Und Ahmed ist mein Freund aus Damaskus. So groß, braune Augen, Locken. Was fürs Auge, ha? Und was fürs Herz. Richtig verknallt, ja? Toll, da träumt man ja was nur von. Ey, wir sind auch noch da. Ja, du bist ja nicht zu übersehen. Hört mal, wir haben Pech gehabt. Ihr wisst doch, dass Ahmed Steuerelemente in die Türkei exportiert. Und die Spedition, die sie jetzt fahren sollte, ist ausgefallen. Oh, das ist aber Pech. Ja, bei 3 Trucks haben sie den Turbolader durchgeheizt. Wisst ihr, die anderen können einfach nichts, die Jungs. Und da dachte ich, vielleicht könnt ihr da fahren. Also ich nicht, ich bin im Ruhestand. Ein letztes Mal, mir zuliebe. Nee. Diesmal höre ich wirklich auf. Tja. Sag mal, so eine Steuerelemente, die kann nicht jeder fahren, oder? Das ist eine kitzelige Angelegenheit. Ach ja, da wird es schon noch ein paar geben. Ja, da gibt's ein paar. Da gibt's genau 2. Aber... Und die sind nun mal leider außer Dienst, die 2. Was meintest du noch mal? Wie viel Geld gibt's da? Ach so, das hätte ich beinahe vergessen. 10.000 für jede Fracht, die heil in Antalya ankommt. Cash, 7 Tage Vorgabe. Plus 1.000 für jeden Tag, die ihr früher da seid. Wow, das wäre aber eine anständige Aufbesserung für eure Rente. Aber sie wollen ja nicht. Ich verstehe sie schon. Die ewige Fahrerei. Und ihr habt ja auch bestimmt reichlich auf der hohen Kante, nicht? Hast du was auf der Kante? Die paar Tausende, die da höchstens zusammenkommen, sind kaum der Rede wert. Naja, nichts für ungut. Tschüss, Bettina. Cinzia, wart doch mal. Dass uns die Weiber immer wieder dran kriegen müssen. Weißt du, woran das liegt? Na klar. Weil wir keine Übung haben mit ihnen. Im Alltag, meine ich. Kommt mir gar nicht dazu bei dem Job hier. Aber das hole ich alles nach, das seid ihr. Oh, den ganzen Alltag willst du nachholen? Ja, den auch. Mist hier. Was ist denn los? Ich sag mal Stichwort Motor. Ach, verdammt. Na ja, dann nächsten Parkplatz raus. Ja, nächster Parkplatz. Schmeckt's? Das ist da wie ein Arbeiterdenkmal. Der Mensch muss sich auch mal ein bisschen entspannen. Sag mir lieber, wie es aussieht. Keine Chance, Franz. Brauchst einen neuen Turbolader. Und wo kriege ich den her? Tja, ich fahre voraus und schicke den Werkstattwagen. Die brauchen aber auch einen halben Tag. Solange kannst du dich an die Sonne legen. Hast du ja immer gewünscht. Auf Wiedersehen, du schöne Prämie. Da fahre ich hier meine Meer raus. Bis dann in Antalya, Franz.
Haben Sie etwa da drin gesessen? Und an Ihnen ist alles heil geblieben? Vielen Dank, dass Sie angehalten haben. Wohin fahren Sie? Erstmal Richtung Süden. Sehr gut, von da komme ich weiter. Ich bin fertig. Es kann losgehen. Ah ja. Ich heiße Laura. Günther. Was ist denn passiert? Sind Sie geraden gefahren? Genau. So was Blödes. Das kann man sich als Trucker wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ach, und wie? Jeder baut mal Mist. Ja, aber gleich so. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Ich bin einfach in der Kurve geradeaus gefahren. Und das mit 100. Mit 100? Dafür sehen Sie aber ganz gut erhalten aus. Danke. Und dann haben Sie den Wagen da liegen lassen und als Sie zurückkamen, war er ausgeplündert, richtig? Woher wissen Sie denn das? Ja, es ist überall so, wo es keine Ersatzteile gibt. Auf der ganzen Welt. Sie sind also schon ziemlich rumgekommen. Ja, es geht so. Na, untertreiben Sie mal nicht. Das sieht man Ihnen schon an, dass Sie kein heuriger Hase sind. Naja, als Trucker kommt man eben rum. Da haben Sie eine Menge dabei gelernt, hä? Sieht bei mir das auch an? Vielleicht. Erzählen Sie doch mal was. Das sind doch nur so Frachtgeschichten. Man fährt von A nach B und dazwischen sind verschiedene Straßen, das alles. Und sind da nicht auch mal so kleine Abenteuer dazwischen? Ab und zu. Ja, ein ganz kleines vielleicht. Interessiert Sie das wirklich? Aber ja, erzählen Sie doch, bitte. Na gut, wo hätten Sie es denn gern? Ich meine, Europa, Asien, Lateinamerika. Asien. Ich wollte schon immer mal nach Thailand. Thailand? Thailand, ah ja, da war ich in so einem Gitterkäfig, eingesperrt, wie ein Affe. Wirklich? Ist ja toll. Aber jetzt von Anfang an, ja? Also gut. Wunderbar. Sie haben mir auch die schönsten Märchen zum Einschlafen erzählt. Ja. Nee, da mal. Full, please. Haben Sie eigentlich Kinder? Kinder? Nee. Das ist ja ein Jammer. Was hätte ich als Kind drum gegeben, wenn ich einen Vater gehabt hätte, der solche Geschichten erzählen kann? Wieso, hatten Sie keinen? Ja doch, aber der war so wie ich, immer unterwegs. Ach, verstehe. Meine Mutter saß zu Hause und hat sich geärgert. Das kann ich auch verstehen. Na ja, er hätte sie ja mitgenommen, aber sie wollte nicht. Ist ja eigentlich zu blöde, dass sich immer die falschen Leute zusammentun. Ja. Es gibt nicht viele Frauen, die immer gern auf Achse sind. Oder nur wenige. Jetzt kennen Sie ja eine. Mich. Ja, scheint so.
da wären wir. Kennen Sie sich hier aus? Nein, aber ich weiß ein nettes Hotel. Sie übernachten doch auch hier. Leider nein. Ich muss weiter. Oh, das dürfen Sie nicht. Ich muss mich doch revanchieren. Sie haben ja so viel erzählt. Also jetzt gehen wir essen und dann erzähle ich Ihnen was, ja? Ich habe doch eine Terminfracht. Außerdem ist noch taghell. Ja, aber essen müssen Sie doch sowieso irgendwann. Und schlafen auch. Sie können doch nicht die ganze Nacht durchfahren. Da legen Sie sich doch lieber gleich in ein richtiges Bett. Und morgen früh sind Sie ausgeschlafen und donnern zu Ihrem Staudamm. Hm? Ich weiß nicht, also... Na, nun geben Sie sich doch einen Ruck. Sie können mich doch hier nicht sitzen lassen. Eine schwache Frau. Alleine. Mitten im Orient. Ja, so schwach wirken Sie nun nicht. Was sagen Sie so? Ich kann hier nicht mal essen gehen ohne Sie, als alleinstehende Frau. Also gut. Lassen Sie mich verhungern und verdursten und vor Langeweile sterben. Also... Okay. Ja? Ja. Okay. Tamam. Alles klar. Wir haben sogar ein Zimmer mit Dusche. Ein Zimmer? Das war das letzte. Ja, ich kann ja auch im Tag schlafen. Das sehen wir dann schon. Ich mach mich schon mal frisch, ja? Ja. Hm? Gerne. Hey, Trucker. Erzählen Sie mal, was sind Sie denn vom Beruf? Also, wenn ich mit mir zufrieden bin, dann sage ich, ich bin Journalistin. Aha. Und wenn nicht? Dann bin ich eine erfolglose Journalistin. Oder einfach eine Rumtreiberin. Was sind Sie jetzt gerade? Also jetzt habe ich es gut. Jetzt muss ich mich nicht entscheiden. Jetzt bin ich eine Bruchpilotin.